Ich darf dich ganz herzlich begrüßen zur Zeitqualität für die zweite Monatshälfte im Juli. Die Monatsmitte ist fühlbar, bewegend, anstrengend. Venus betrat das Zeichen Löwe am 11. und steht in Opposition mit Pluto für einige Tage. Das bedeutet, zur Monatsmitte ist es eine fühlbare, transformative Qualität des Stirb- und Werdeprozesses. Alte Werte dürfen überprüft werden und dürfen wir verlassen. Ebenso steht Venus für den Körper und du fühlst vielleicht körperlich eine gewisse transformative Erscheinung. Das bedeutet immer auch, dass wir vielleicht müde sind, träge sind oder mit alten, dunklen Wolken konfrontiert werden, die nun unser System verlassen möchten. Ebenso wie die Wolken möchten unsere Beziehungskontexte gereinigt werden. All die Beziehungen dürfen geprüft werden und auf Lebendigkeit, auf Lebensfähigkeit getestet werden. Venus steht eben auch für das Herrscherprinzip der Waage, Waage als Beziehungskontext, und da dürfen wir uns auf den Weg machen. Auf den Weg machen in eine völlig neue Richtung, und zum Zeitpunkt Mitte des Monats, am 15. Juli, trifft Mars auf Uranus. Uranus im Stier steht auch für die Gleichgesinnten, steht auch für die, die auf einer ähnlichen Frequenz hier in diese weitere Zukunft schreiten möchten. Und der Mars möchte einerseits uns darauf hinweisen, es könnten dort und da Überraschungen auf uns warten in diesen Tagen. Und deswegen ist wichtig, dass du hier in eine gute Beobachterposition gehst. Und dennoch ist es wichtig, dass du dich kümmerst bei all dem, was hier da draußen in der Welt geschieht. Wir können nicht alles beeinflussen und vieles von dem können wir nur sozusagen wahrnehmen und entsprechend sorgsam sein mit dem, was wir an uns heranlassen und wie wir umgehen damit. Aber eines können wir tun, wir können mit den richtigen Menschen uns zusammen begeben in eine Richtung, die hier neu für unsere Zukunft sein wird. Wir setzen den Samen der Erneuerung in die Erde und das möchte hier in dieser Zeit ganz besonders zum Ausdruck gebracht werden. Also auch mit dem kommenden Vollmond zum zweiten Mal nun am letzten Grad nun im Zeichen Steinbock fragt er dich nach deiner Wahrheit. Wahrheit ist die Qualität, die geprüft werden darf. Und Pluto hat hier die Konjunktion mit dem Mond. Das heißt, diese Qualität von Pluto, Stirb und Werde, wird zum kommenden Vollmond nochmal besonders aktiv. Leb deine Wahrheit. Lebst du sie tatsächlich? Und wo bist du noch fern davon? Wo laufst du noch alten Vorstellungen, alten Wertmaßstäben hinterher? Oder wo bist du mit den falschen Menschen unterwegs, die nicht falsch sind per se? Die Frage ist, was passt zu dir? Was stärkt dich in deiner Frequenz? Was ist das, was dir hilft, diese Zeiten gut zu meistern? Wie gesagt, da draußen passieren Dinge und auch die Realität ist eine relative. Wir können sie nicht wirklich einschätzen und wahrnehmen. Die Wirklichkeit ist die Erfindung eines Lügners nach dem Konstruktivisten Heinz von Förster. Wir können sie nicht wahrnehmen. Es entzieht sich unserer Wahrnehmungsfähigkeit. Das Einzige, was wir tun können, ist ein großes Bild herzustellen, dass wir erkennen, was hier im großen Stil sich bewegt, und das andere, dass wir an ein gutes Ende glauben. Und das ist wesentlich für diese Tage, dass wir an das gute Ende glauben und uns dahingehend darauf ausrichten. Denn wir sind hier auf einem Weg, der noch wahrscheinlich so manches an Intensität mit sich bringt. Die Agenda derer, die hier das C inszeniert haben und all die Nebeneffekte, geht ja weiter. Das mit den Vögeln und der vermeintlichen Grippe, die auf Menschen vermeintlich wiederum eine Auswirkung hat, ist ein großes Thema. Da gibt es einige Veranstaltungen dieser Leute. Und all das, was hier auch immer sich im Horizont ankündigt,
als schwache Signale kann dich hier einladen, dass du all dem begegnest, wie ich immer betone in meinen Formaten, aus der Position der ersten Reihe fußfrei im Kino, dass du es mal als Beobachter siehst, all das, was hier geschieht, und dir bewusst wirst, all das, was in Medien gezeigt wird, ist im großen Stil eine Verblendung. Und so ist auch das Prinzip von Pluto mit dem Mond ein starkes Indiz dafür, dass eine große Manipulationswelle auf das Volk Mond trifft. Manipulation ist das Prinzip von Pluto, trifft auf Mond, das Volk, das darf uns hier bewusst werden. Und zufällig haben wir am 15. eben die Konjunktion von Mars-Uranus, wo natürlich einiges an Überraschungen hier stattfinden wird. Und die Konstellation ist auch insofern interessant, da es einerseits die USA betrifft im starken Ausmaß. Die Verbindung von Mars-Uranus hat bei Donald Trump eine Konjunktion am MC auf seinem quasi Höhepunkt des Horoskops, im C seine äußerliche Darstellung, Repräsentation in der Welt, als auch steht das in Opposition mit der Sonne von Joe Biden. Dass der hier nicht ganz so richtig mehr gut funktioniert, sehen wir in den Massenmedien mittlerweile schon. Das heißt, dort gibt es hier große, große Wahrscheinlichkeiten, dass das im Vorfeld der US-Wahlen hier nochmal einen großen Schwerpunkt geben wird. Und du kannst dir vorstellen, ein Mensch, der dement ist, als Kandidat für die Vereinigten Staaten, das hat große Konsequenzen. Und ebenso hat das Konsequenzen für die ganze Welt, insbesondere für die Europäische Union. Und das sind Dinge, die noch im Feld besonders zu betonen sind. All das kann sich schlagartig ändern und wir dürfen hier losgelöst von den Bedrohlichkeiten dem entgegenblicken, was hier sich zeigen wird. Und auch Uranus ist eine Qualität, wo Prophezeiungen oder Prognosen letzten Endes nicht mehr seriös zu machen sind. Wenn Mars auf Uranus tritt, heißt das mehr, mach das Unbekannte bekannt in deinem Leben, kümmere dich um das, was deine Evolution hier voranschreiten lässt. Und unbekannt heißt unbekannt. Und das Unbekannte kommt aus dem Nichts, aus der Leere. Und genau das ist diese Qualität, die nun hier vielleicht dir dient, dass du all das nicht als Beteiligte hier mitgestalten möchtest, in einer Form, was du nicht beeinflussen kannst, sondern dass du dich zurückziehst und auf das gestaltend Einfluss nimmst, was sich aus dem zeigt, was durch dich in die Welt möchte. Das ist ein anderer Aspekt. Das heißt, mach dich erstmal leer, geh hinein in das Void, in das Nichts. Und wir haben zu diesem kommenden Vollmond eine starke Signatur von Neptun. Neptun hat hier ein Sextil zum Vollmond, sprich Mond Pluto und Trigon zur Sonne. Und Neptun möchte uns einladen, geh in die Beobachterposition, geh in die Position erste Reihe fußfrei im Kino, schau dir das an, beteilig dich nicht, verstrick dich nicht, bleib frei davon. Zieh dich zurück in deine Behausung, in deine Bereiche, wo du eintauchen kannst, in deine Essenz und erwarte das Unbekannte. Geh in die Atmung, deswegen ist auch das Aktivieren unserer Frequenzen natürlich eine ganz, ganz besondere Note hier. Uranus steht für die Frequenzen, Uranus im Stier, Frequenzen im Körper. Und wenn der Mars drauf geht, sagt uns wieder mal betonterweise, aktiviert dein drittes Auge, aktiviert die höheren Frequenzen, damit du in Kontakt kommen kannst mit deinem wahren Sein und verabschied dich von all diesen Konditionierungen und vor allem von all diesen Ängsten. Denn das können wir tun für uns und das ist der Handlungsbereich, der auch wesentlich zu forcieren sein wird in den kommenden Monaten. Ich habe hier ein Format Transformation erstellt, mit dem du eintauchen kannst in diese transformativen Qualitäten des Loslassens, eintauchen in deine Essenz, um aus dem heraus das zum Ausdruck zu bringen, was geboren werden möchte. Denn genau diese drei transpersonalen Qualitäten, Pluto, Uranus und Neptun, sind hier im Spiel.
Und sie heißen transpersonal, weil sie über unsere Gesellschaftspersönlichkeit hinausgehen. Sie repräsentieren das wahre Sein. Und deswegen braucht es Pluto, der uns dabei hilft beim Loslassen. Pluto als Indikator für die größte Transformation. Und so ist auch Pluto die treibende Kraft. Wie auch immer das Böse da draußen hier aktiv sein möge, es wird gut enden letzten Endes. Das Gute an dem Bösen ist, dass die Menschen aufwachen. Die Menschen werden aufwachen und wenn sie aufwachen, gehen sie in ihre Kraft und letzten Endes in den Frieden und in die Liebe. Und dann auf dieser Ebene hat das Böse keine Wirkung mehr. Und das ist auch das Ziel letzten Endes bei all diesen Dingen. Wir haben eben zu diesem ganz besonders starken Vollmond auch den zweiten Aspekt Uranus im Kontakt ausgelöst, wieder eben am 15. Juli mit dem Mars. Und zum Vollmond steht Uranus ebenso stark in Position wie Neptun. Das heißt, es ist eine sehr starke befreiende Qualität, auch wenn Verrücktheiten da draußen noch stattfinden mögen. Wichtig ist, dass du dich hier zurücknimmst, du dich nicht mehr involvierst in diese manipulierten Fäden, die gezogen werden in dieser Gesellschaft. Und dann wirst du hier mit den richtigen Gefährten, Uranus im Stier, ein Feld kreieren für diese neue Erde. Und darum geht es nun hier besonders, dass all das auch nicht neu ist. Wir wissen das. Aber dennoch, und da geht es mir nicht sehr viel anders, es zu wissen, ist das eine. Das große Bild zu haben, ist nochmal eine Kür in dem Gesamtkontext. Aber was es bedeutet für unser echtes Leben, für das Leben, das wir hier ganz konkret leben, ist ja noch unvorstellbar. Unvorstellbar, was es bedeutet, den schlafenden Gott in uns zu aktivieren. Wir sind die schlafenden Götter und das ist das Prinzip auch jetzt mit diesen Schwerpunkten, mit Uranus in positiver Aspektierung zum Vollmond, als auch Neptun, die beiden Qualitäten, die uns beflügeln möchten. Uranus auch die Qualität der Vögel. Es möchte uns beflügeln, abheben, aus einer Perspektive des Himmels auf all das blickend. Wissend, all das ist nicht die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Sie werden wir nur ergründen, wenn wir uns herausnehmen von dieser Illusion, die uns hier bestens vorgeführt wird. Und Uranus ist auch eine Qualität des Humors und auch in der Hinsicht Fragen stellen. Ich habe hier in meinen früheren Zeiten wenig Fragen gesehen, immer schon, aber den Krimi Columbo fand ich irgendwie mit seinen Fragen immer sehr erfrischend. All dem beobachtend beizuwohnen und dann die richtige Frage zu stellen, die nochmal hier völlig unerwartet auf die Protagonisten trifft und all das, was da draußen hier geschieht, mit den richtigen Fragen dem zu begegnen, könnte auch ein Stil sein, um Brücken zu bauen für andere, die dadurch zum Nachdenken angeregt werden. Sie dürfen sich erklären, was es mit den Streifen da oben auf sich hat, was da runterkommt. Wir haben ein Recht darauf, es zu wissen, was wird hier versprüht und was kommt hier vom Himmel auf die Menschen runter. Und was zu fragen, die Regierungen, die Repräsentanten, wir sind in einer Demokratie, zu fragen, was bitte passiert da oben? Und ich frage mich ja natürlich wie alle anderen, wie kann das bitte sein, dass die Fragen öffentlich niemand stellt? Stattdessen gibt es hier gewisse Berichte, wo man sagt, na, das Ganze ist jetzt irgendwie wichtig für den Klimawandel und so weiter. Und man schreibt das so lapidar, aber in der Konsequenz, was das bedeutet. Ich habe ja auf Telegram wieder einen Artikel hier gepostet, wo in einer Zeitung, einer publikumsbreiten, wirksamen Zeitung, die Zeit, ein Artikel darüber verfasst wurde. Ich habe auch die beiden Bilder dazu gebracht, wo der Text enthalten ist. Und all das darf uns wirklich, wirklich zu den Fragen einladen. Wie bitte
soll das funktionieren in dieser neuen Zeit einer demokratischen Zukunft? Das ist das eine. Das andere ist eben, dass wir, wie vorhin bereits erwähnt, an das gute Ende glauben. Und ebenso auf Telegram habe ich auch gepostet einen Beitrag von lieben Klaus, der das World Economic Forum nun verlassen hat. Und er beschreibt hier auch irgendwie seine Beweggründe offensichtlich, weil er sieht, dass die bösen Menschen diesem großen Reset nicht beiwohnen möchten. Na, der ist ja wirklich zu bedauern in seinem persönlichen Schicksal. Und das zeigt ja auch, dass wenn der hier sozusagen das Weite sucht, im wahrsten Sinne des Wortes, hat das eine signifikante Wirkung. Das heißt, diese Revolution, die hier offensichtlich im Gang ist, ganz besonders auch in der Wahrnehmungssphäre von diesen Protagonisten, zeigt hier Spuren. Sie sehen, dass die Menschen hier nicht mitmachen. Ich sage das deswegen immer dazu, weil viele sagen, naja, aber die breite Masse sieht das noch nicht. Stimmt nicht. Es sehen genug und die kritische Masse ist bereits erreicht, um diesen Wandel, diesen Shift nun hier zu vollziehen. Und der Reset, der hier stattfindet, ist auch in dem kommenden Vollmond-Szenario wunderbar ausgedrückt, mit eben Pluto, Uranus und Neptun Schwerpunkt, dass wir den Reset, den inneren Reset-Knopf drücken und uns endlich bewusst werden, dass das alles so nicht stimmt und dass wir Brücken bauen, friedvoll in die Zukunft gehen, den Humor nicht verlieren und die richtigen Fragen stellen. Das können wir tun, nach außen hin. Und des Weiteren können wir eines tun, dass wir uns mit den richtigen Menschen zusammen bewegen und für uns ein Leben leben, im Hier und Jetzt sind. Im Hier und Jetzt, wir leben das Leben jetzt und wir sind völlig paralysiert von dem, was da draußen passiert. Und jetzt geht es darum, dass wir die Dinge da draußen lassen, wo sie sind und unser Leben leben und dennoch Akzente setzen, die richtigen Fragen stellen. Und das könnte eine Einladung sein, eine Strategie sein, wie wir diese Zeit gut meistern. Es ist so wichtig, dass wir in diesen Zeiten all das erkennen, das große Bild, verstehen, was hier läuft. Ich habe dem ein Buch gewidmet, Neues Wachstum, um das große Bild zu skizzieren und auch zu skizzieren, wie die Frequenzen wir verändern durch das Bewusstsein dessen, was hier läuft und auch in der Folge dessen, was wir tun können, nämlich ganz für uns persönlich. Es ist wichtig, dass wir diese Zeit nutzen als persönliches Wachstumspotenzial, es zu sehen, es zu leben. Das heißt, nicht irgendwo hinzugehen, sondern eher die Mäntel abzulegen, die uns schwer machen. Das Buch Neues Wachstum gibt es im Buchhandel, unten die Verlinkung. Weitere Einstiegsmöglichkeiten, sich auf die nächste Reise mitzubegeben, gibt es ja ebenso ab September. Ich freue mich, wenn wir uns vielleicht sehen. Ich hoffe, ich konnte dich mit diesem Beitrag noch inspirieren und wünsche dir eine wunderbare Sommerzeit, egal was kommt. Bleib bei dir und such dir Gefährten und ich lade dich ein, am 21. gibt es einen Live-Online-Abend, wo wir mit Gefährten gemeinsam diesen Themen uns ein bisschen widmen werden und dieses Feld von wunderbaren Menschen ist immer äußerst, äußerst kraftvoll. Ich freue mich, wenn ich dich dort dazu begrüßen kann. Bis dann und ich freue mich. Welcome home.